So, da bin ich wieder. Bisschen Schluck trunken. Und mal geschaut, ob der Monsieur Keeper noch da rumsteht. Nein. Okay, dann kann ich ja gleich mal nach den schwarzen Baumstämmen gucken. Hier ist ja auch noch Kies. Also muss ich hier mal das Treppenhaus neu machen. Da kann ich noch einiges an Kies mitnehmen für meinen Kiesweg vorne zur Brücke. Wie sieht denn das von hier aus übrigens? Ja, schön. Oh, gefällt mir. So, was wollte ich mitnehmen? Holz, Kiefernholz, ne? Das schwarze da. Das ist es, genau. Dieses hier, das brauchen wir noch. So. Ein bisschen mehr Cobblestone könnte ich mitnehmen. Nehmen wir nochmal 2 Stacks mit. Gut. Und nichts mehr raus. Das hat nämlich dann den Vorteil, wenn ich hier die Zimmer hier in der Mitte mache, gleich, na, da, dann kann ich hier oben dann diesen Gebäudeteil auch noch ein bisschen verlängern, beziehungsweise ich mache hier oben eine Terrasse hin. Das Dach wird dann darüber gezogen, na, und dann muss ich die Fenster natürlich da wegkloppen, weil dann eine Tür hinkommt und so weiter. Ach, das wird schon ganz nett. So, das war nicht so gut. Aber das macht nichts, macht nichts. So, jetzt kommt da der Baumstamm hin. Jawohl, so, und dann kommt hier wieder. Nein, du gerade nicht. Eins weiter und ich hätte dich gelassen, aber so geht das natürlich nicht. So, jetzt bauen wir das mal ab und hoffen. Ja, er ist zu mir ins Inventar gehüpft. So, dann kannst du nämlich hier vorne hin, bitte schön. Wenn ich Platz mache, dann geht das. So, und da auch noch. Was hatte ich denn gesagt? Hier kommt die Terrasse hin. Ja, natürlich, da brauche ich hier gar nicht so hoch. Unfug. So, da muss ich hier hoch. Und dann machen wir hier erstmal den Cobblestone bis an die Wand. An die Felswand. Die Zimmer unterscheiden sich dann natürlich. Da muss ich nachher bei der Vermietung drauf aufpassen, dass ich diesem Zimmer, wo ich jetzt hinkomme, nicht so viel Geld abknöpfe wie dem anderen. Nicht dem Zimmer, sondern dem Mieter, dem Hotelgast. Weil seine Terrasse hier ja so ziemlich am Hang klebt und wesentlich weniger Ausblick bietet als die Terrasse, die der Kollege dann nebenan hat. So, dann machen wir hier mal zu. Genau. Dann können wir hier gleich mal wieder abbauen. Und wie ist das jetzt mit den Fenstern? Ja, da kann natürlich nur hier ein Fenster hin. Jetzt weiß ich nicht, was ich hier für ein Zimmer reinmache. Das muss man dann mal sehen. So, hier wird jetzt hochgezogen. Also hoch. Und hier auch. Hier kommen Fenster hinein, die ich ja schon mit habe. Wie hoch seid ihr immer? 2. Na, richtig, genau.
So, dann hier Fenster. Moment, 1, 2, 3, 4. Bin ich doch ein zu groß geworden. Och nee, wie ist denn das mit der Zählerei hier? Kann ich denn nicht mehr zählen oder was? Also, 1, 2, oder lasse ich das jetzt einfach so? Soll ich es doch, das war ja vorher richtig gewesen. Ach nee, nee, nee. Okay, oder wir lassen das mal so, dann wird das Zimmer ein bisschen größer. Dann tun wir mal so, als hätten wir das so geplant. So, und mal ein bisschen Glas noch da dran. Ein bisschen Fenstern. So, der Boden ist auf jeden Fall hier. Da muss ich die Wand dann. Da brauche ich die Wand dann nicht, denn das geht ja da hinten ineinander über. Also das tun wir mal wieder weg. So, und hier machen wir dann. Hier tun wir dann so, als wäre es so geplant gewesen. Tun wir mal hier noch einen Holzstamm hin. Obwohl der da nicht vorgesehen ist eigentlich, oder? Lassen wir das mal. Nein, wir lassen das. Wir machen das so wie oben. Also hier diese beiden. Ah, bleib hier. So, hier tun wir einen Holzstamm hin. Auch hier, nicht wahr? Und der Rest ist dann. Ach so, ja, wie weit geht denn hier dieses? Ach nee, die Rasse schmiegt sich gar nicht an den Hang ran. Sondern die hängt hier irgendwie in der Luft. Da ist die ja gar nicht kleiner. So. Jetzt ist alles also ein bisschen größer geworden, aber ich glaube, das stört keinen der Gäste. Ja, ich weiß, es stört ein bisschen die Symmetrie. Und ich kenne Let's Player, die achten da unheimlich drauf. Also. Die kriegen sich zum Teil als eine fast schon in die Haare, wenn irgendwas unsymmetrisch ist. Aber wir sind da nicht so genau. Warum lege ich jetzt hier mit Stein aus? Na gut, vielleicht können wir hier noch so einen Raum hier hinter ausbauen. Vielleicht gibt es dann mal hier so ein, ja, das könnte man so als Lagerraum oder ich weiß nicht. Auf jeden Fall wäre das dann der Raum, der entsprechend hier drunter ist. Ne? So, muss man mal sehen, was man damit macht. Ich muss auch mal sehen, wenn ich hier durchkomme, komme ich, glaube ich, direkt bei unserem Lager raus. Die Höhe müsste so stimmen dann. Da muss ich, oh, das war jetzt aber Schwein gehabt. Das war jetzt echt Schwein. Dass ich da nicht weiter runtergefallen bin. So. Kein Cobblestone mehr. Doch, Cobblestone haben wir noch genug. Ja, da könnten wir irgend so einen Lagerraum daneben machen. Darf dann natürlich kein Fenster haben oder allenfalls ein Oberlicht. Also hier muss ich dann doch, hier darf ich dann doch nicht so viel Geld nehmen. Für eine Übernachtung auf dieser Seite, wenn ich da noch einen Raum hin mache. So, das ist jetzt dann die Terrasse. Die Terrasse braucht ja eigentlich keine Wand, hoppsa, aber hier mache ich doch mal eine hin. So, und das passt natürlich jetzt trotzdem nicht hier. Ach, es ist doch zum Mäusemelken. Es passt alles nicht vorne und hin. Jetzt kommt es nämlich da mit dem ins Gehege. Also muss ich es dann doch wieder abreißen hier, oder? Nee. Ja, ich muss das hier abreißen.
geht so nicht. Und indem wird es schon wieder dunkel, das kann doch wohl nicht wahr sein. Sag mal, du blöde Sonne. Na, dunkel noch nicht, aber dämmerig. So, das nochmal weg. Es ist doch hier, was das wieder an Mehrkosten verursacht. Kein Wunder, ich bin ja auch aus Deutschland. Ne? Wir können ja noch einen ordentlichen Flughafen bauen. Also dieser Hickhack da um den Flughafen in Berlin, den sie ja schon 10-mal eröffnet haben wollten, schon längst. Und der jetzt ja wieder verschoben ist. Also nicht der Flughafen, aber die Eröffnung. Und zwar nicht nur verschoben, sondern gleich um ein ganzes Jahr, fast 9 Monate. Da wird bestimmt auch ein Jahr draus wetten. So, bauen wir mal schnell nach oben. Also wenn man schon als Deutscher keinen Flughafen ordentlich bauen kann, warum soll man dann von einem deutschen Ober erwarten, hier, dass er ein ordentliches Hotel hinkriegt. Aber das macht nichts. Unter die Dusche gehe ich jetzt nicht mehr, es ist mir schon zu dunkel. Das brauchen bestimmt gleich wieder die Viecher. Gute Nacht.